Und Outriders. Richtig, richtige Outriders jetzt. Vibes gehabt am Start. Digga. Also, ja, sehe ich mich schon drin. Können wir mal drüber reden. Hätte gesagt, komm, vielleicht ein Ladebon oder irgendwas. Kann man sich ja gönnen. Mal schauen, mal schauen, mal schauen, mal schauen. Bin gespannt. Sid, du musst uns helfen. Wobei, habt ihr schon wieder eins von Mits Geräten zerlegt? Nein, also doch, aber darum geht es jetzt erstmal nicht. Sondern um Mit, sie benimmt sich so seltsam. Sehr seltsam, sie ist fast nie da. Und wenn doch, bemerkt sie uns nicht mal. Sie ist so verstreut. Sie ist zerstreut. Hab ich doch gesagt. Zerstreut. Sie hat eben wirklich viel zu tun. Wann hat das angefangen? Ungefähr gleich nachdem sie euch aus Dunhör gerettet hat. Dann geht es vielleicht nur um die Enterprise. Sie hat auf dem langen Weg ganz schön was abbekommen. Hast du sie etwa kaputt gemacht? Du solltest wirklich besser auf Mits Erfindungen aufpassen. Ach, hör nicht auf sie. Selbst wenn du sie kaputt gemacht hast, kannst du sie doch einfach wieder zusammenbauen, oder? Und wer baut Mit wieder zusammen? Sie ist echt traurig. Soll ich mal versuchen, sie aufzuheitern? Würdest du? Für uns? Sie ist in ihrer Höhle. Du machst ihm noch Angst. Es ist keine echte Höhle. Na dann bin ich beruhigt. Na dann, let's go. In der Hoffnung, vielleicht auch wieder so eine Bestie oder irgendwas, das wär's. Das wär's. Aber wenn ich wieder mit der Wenden da sprich, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht, die wird sicher wieder sagen, so, ja, ich hab da wieder was und da wieder was. Die will immer ständig irgendwas nur von uns. Packt mir überhaupt nicht. Mit, hast du kurz Zeit? Ah! Ich hab's! Wie immer war die Antwort die ganze Zeit direkt vor meiner Nase. Wenn das sie nicht fliegen lässt, weiß ich auch nicht mehr weiter. Ja, ist wahrscheinlich lustiger, weil ich dann immer mehr und mehr einen in die Fresse kriege. Aber natürlich will ich das. Die Kinder glauben, dass du ihnen aus dem Weg gehst. Sie machen sich Sorgen. Ist dein Projekt so wichtig, dass du dich von allen abkapseln musst? Die Enterprise ist jetzt schon das schnellste Schiff der Welt. Und das mit Wasser unterm Kiel. Aber was, wenn sie nicht daran gebunden wäre? An gar nichts gebunden wäre? Warum sollten die Götter den Himmel für sich alleine haben? Das ist doch völlig ungerecht. Die Gefallenen haben es geschafft. Aber sich nur auf Magie zu verlassen, war ihr großer Fehler. Aber ich? Ich weiß, wie man es ohnehin kriegt. Also fast. Erstmal muss ich ein Modell bauen. Und das kannst du nur allein machen? Ist das ein Angebot? Damit wir uns verstehen, die Enterprise ist mein Revier. Aber wenn du mir unbedingt helfen willst... Sag ich sicher nicht nein. Erst brauche ich Öl. Aber kein schon dreimal in der Bratpfanne benutztes aus der Küche. Hochwertiges, wie das aus Old Hill. Dann brauche ich einen Knochen oder ein Stück von einem Panzer. Leicht, robust und wenn's geht, nicht mehr am vorherigen Besitzer dran. Meinst du einen Bestienknochen? Da können dir sicher die Fluchbrecher weiterhelfen. Nein, die können dir weiterhelfen. Du wolltest dich doch nützlich machen, oder? Ich sollte mit einem der Fluchbrecher reden, bevor ich losziehe. Vielleicht finde ich den Knochen auch in Old Hill. Das wäre eh wieder klar. Die Alte, jedes Mal, wenn ich mit der Tante rede, die will immer irgendetwas. Was ist nun mit derer los? Jedes Mal. Ich rede einmal mit ihr. Das. Alter! Ich will einmal mit dir reden, hey. Ohne dass du was von mir brauchst. Es ist echt schlimm mit damit. Digga! Die braucht jedes Mal was. Aber was haben wir denn wieder Schönes? Oh. Wow. Ohrringe. Wow, cool. Danke. Genshi-Handschuhe. Das könnte mal wieder was werden. Ja. Ich rechne wahrscheinlich damit, Ruhm werden wir bis zu 3000 wahrscheinlich brauchen oder irgendwas in der Richtung. Bis wir da am Ende sind. Gibt schon wieder eine Neiche. Gibt schon wieder eine Neiche Mission und willst wieder so einen Hacker setzen. Das würde mich auch interessieren. Ich glaube, wieder so ein Hacker. Da ist wieder was Neiches dazugekommen. 55er gebungerter Hase. Bist du deppert?
Der muss ja ein ganzer starker sein, da 55 ja, rum. Sid, willst du uns einen ausgeben? Kommt ganz drauf an. Mit dir, Alter. Habt ihr ja Bock gehört, oder was? Soll ich selber? Soll du mal rund? Mit Bestien kennt ihr Fluchbrecher euch doch gut aus, oder? Vorschläge? Knochen sind Knochen. Hau fest genug drauf und sie gehen kaputt. Sie sollte lieber was anderes nehmen. Ein Stück von einem Panzer zum Beispiel. Weißt du, was Adamantheimeis sind? Oh ja. Ich weiß, dass mit ihnen nicht zu spaßen ist. Und deren Panzer sind also besonders hart? Ja, vor allem, wenn sie schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben. Angeblich lebt eine uralte Adamantheimer in Korava, nahe Ultbiza. Oder was davon übrig ist. Aber glaub nicht, dass du leichtes Spiel haben wirst. Das Ding lebt nicht ohne Grund schon so lange. Ich werde aufpassen. Danke. Digi, könntest du mal kurz nachschauen, wie lang die Spielzeit für dieses Game ist? Also was du mir jetzt gerade empfohlen hast. Würde mich jetzt echt ein bisschen so interessieren. So allgemein, so die Spielzeit und alles drum und dran. Ja, dann gehen wir mal als erstes durch hier. Ja, safe. Einfach mal zu den Docks. Let's go. Der ganz, ganz wilde Hase. Aber hat definitiv schon sehr vielversprechend aus. Ausgesehen. Mich würde halt einfach nur mal allgemein kurz die Spieldauer interessieren. Weil es kommt, im August kommen glaube ich 2 Spiele und im September geht's richtig ab. Und dementsprechend wäre dann ein bisschen zu schade, wenn ich dann das ein oder andere Spiel dann wieder ein bisschen links liegen lasse. Das würde mir dann ein bisschen wehtun, weil ich gebe Vollgas. Das sollte reichen. Es ist okay. Das ist definitiv schwer in Ordnung. 20 Stunden, wahrscheinlich so mit Nebenquests oder so. Oder wenn du sagst, du willst irgendwelche bestimmten Sachen, genau. Dann bist du auf 30, 40. Bei mir werden es wahrscheinlich 50 Stunden sein. Oder ist bei dir das Wetter auch wie die Hölle? Das ist ja Wahnsinn, oder? Wenn ich jetzt gesagt habe, für 50 Euro, ist es definitiv schwer in Ordnung. Sage ich jetzt einmal in der Hinsicht. Weil ich finde auch Alien Dark Descent auch wieder 50 Euro. Wir müssen ja aber auch noch dazu erwähnen, ja, es ist richtig kühl, aber Alter, das Wetter ist ein Wahnsinn. Es schüttet bis zum Gehtnimmer. Ich habe mir gleich mal gedacht gehabt, so, wäre cool, irgendwas zu bestellen, oder? Ah, lieber Rat, der wird mich hassen, Rudi, wenn ich jetzt was bestelle. Er denkt sich so, was für ein Hurensohn. Musst Pilot machen, bis Depper, das tut weh. Das tut weh. Selbst, oder? Selbst wenn es einem 5 Euro Trinkgeld gibt, dann spuckt er ins Essen. Bombenregen. Oh shit. Nein, ich habe noch ein bisschen Hühnerfleisch daheim. Ich sollte vielleicht was kochen. Wenn nicht schlecht, obwohl Indisch hätte ich auch wieder Bock. Ich will nicht schon wieder so viel Geld ausgeben. Inder, Alter, ist ein Wahnsinn, Alter, wie viel. Beim indisches Essen und der Kumi nicht unter 30, 40 Euro raus. Unter 30, 40 Euro komme ich da safe nicht raus beim Inder. Und das tut mir dann immer wieder ein bisschen weh. Dich verstecken, auch beim ganzen Chinesischen. Bei den ganzen asiatischen Scheißdreck, da kommst du auch wieder unter 30, 40 Euro kommst du wieder nicht raus. Da hast einmal Lachs-Sushi-Set bestellt und dann vielleicht das dann noch irgendeine, weiß nicht, Ramen-Box oder irgendwas in der Richtung, bist schon wieder fertig. Vielleicht noch ein paar Gyoza und du bist am Arsch. Du bist schon bei deinen 40 Euro. Ganz, ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Also die Preise sind echt der Wahnsinn. Aber beim Inder, ich tue jetzt schon quasi auf schlauer Fuchs machen. Ich weiß schon ungefähr, wer wie viel so ungefähr schon ein bisschen liefert. Da weiß ich schon ganz genau, okay, passt. Der gibt ein bisschen mehr Reis her, der gibt ein bisschen weniger Reis her. Da bestelle ich mir dann einmal quasi zweimal das Hauptmenü mit nur einmal Reis und ein bisschen Brot dazu und dann passt es perfekt zusammen. Dann habe ich mir auch wieder so 5 oder 10 Euro wieder erspart. Der schlaue Fuchs. Wenn ich dann wieder meine 200 Bian-Punkte habe, Rudi, kriege ich wieder 5 Euro gratis dazu. Was ist? Da wird sich dann wieder fett gegönnt. Da wird sich der gesparte Hase mal wieder aktiviert. Aber mal schauen, vielleicht gehe ich auch mit der Wade essen oder sonst was. Mal schauen.
Wäre vielleicht ja auch gar nicht mehr so schlecht. Liefern, Alter, aber liefern. Das hast du auch bis jetzt noch einmal geschafft, die 5000 dann noch nie wieder an Schaden auszuteilen, Junge. Das habe ich einmal geschafft und dann nie wieder. Für einen kurzen Moment habe ich mir sogar gedacht, dass es sogar eine neue Nebenquest dazugekommen. Und dann habe ich gesehen gehabt, ach so, ja, passt. Ist ja so ein Haberer, der was zu unserer Mission dazugehört. Dann passt sie. Hast du das Vergleichsvideo gesehen gehabt mit der Schildkröte von Final Fantasy 15 und 16? Die riesen Schildkröte und dann die Schildkröte in 16, das war ja so genial. Das war geil, das war richtig geil, dieser Vergleich. Ist ja, glaube ich, auch im 15er Teil, Alter, glaube ich, der stärkste Gegner von allen. Bilde ich mir jetzt ein. Gibt sogar eine eigene separate Nebenquest und alles. Ja, muss den Haverer besiegen. Selbst mit Level 100 tust du dir noch richtig, richtig schwer gegen den Gegner. So was ich so mitgekriegt habe. Ich habe einmal hab ich gegen ihn gekämpft, aber das war so einfach nur so randommäßig, weil ich so vorbeigegangen bin. Dementsprechend. Dann zurück zu Matt, damit sie ihr Modell fertig bauen kann. Kann ich jetzt nicht wirklich 100% beurteilen, aber ja. Der hat mich, glaube ich, mit einem Schlag oder mit zwei Schlägen hat er mich weggeklatscht. Und ich war damals Level 55. Müsste jetzt aber lieren. Müsste jetzt aber definitiv lieren. Ich glaube, da war er Level 55 oder irgendwas in der Richtung. Aber dieser Vergleich, bist du deppert. Es schaut aus, der Unterschied schaut aus. War doch easy mit Level 70? Ah, okay. Passt, gut zu wissen. Weil ich habe mir sowieso überlegt gehabt, meiner Meinung nach, ich würde gern Final Fantasy 16 einmal dann komplett abschließen. Sogar im schwersten Modus mit New Game Plus und bla bla bla. Das würde ich gerne mal machen. Und dann würde ich vielleicht sogar in die Richtung gehen, vielleicht entweder das Remake anzugehen. Kommt drauf an, wie viele Spiele ich gleichzeitig wieder mal offen habe. Oder ich würde sogar den 15er Teil wieder spielen, samt DLCs und alles drum und dran. Natürlich dann mit Facecam. Sag mir, dass das alles ist. Bam, bam, bam. Dementsprechend würde ich mal wieder sagen, liefern! Jesse, Kaffee ist aus. Das ist Wahnsinn. Boah, die Maschine gleich bei mir daneben. Das gibt's ja nicht. Sag mir, dass das hier alles ist. Es ist fast alles, was ich brauche. Boah, echt? Eine Kaffeemaschine neben mir. Das ist echt schlimm. Ich habe gemerkt, dass ich eine Null vergessen habe. Und eine 1. Ja, dann trinke ich, glaube ich, nur noch im Café während dem Stream. Das geht auch nicht mehr. Ja, Herzrasen. Und ein Zahnrad. Ein ganz kleines. Daher umso schlimmer. So kleine Teile sind eine Heidenarbeit und ich könnte genau das verbummelt haben, an dem Schledern eine halbe Ewigkeit gefeiert hat. Oh, sexy. Was für ein Red Bull. Das ist mal wieder wichtig. Das ist ganz, ganz wichtig. Was für ein Red Bull. War ein kleines Zahnrad dabei. Und ich glaube, Sie haben es nicht benutzt, als Sie die Waage wieder zusammengebaut haben. Sind Sie noch in Aktion, Bambilla? Sugar Free, oui. Ich mache am Modell weiter. Wie meine Mutter, Alter. Wie meine Mutter, Alter. Immer Sugar Free, immer Sugar Free. Bin eher so mehr der Zero-Haverer. Obwohl Zero am Anfang echt der richtig Rotze war. Und dann haben sie die Rezeptur geändert und dann war es richtig, richtig gut. Muss aber auch eisgekühlt sein. Sobald das irgendwie so eine nur ansatzweise eine Zimmertemperatur oder sonst was gekriegt hat, weg damit. Weg mit dem Scheiß. Kann ich nicht mehr saufen. Sid, versteckt sich mit noch vor uns? Sie wollte sich gar nicht verstecken. Alles gut. Sie arbeitet nur an ihrem nächsten Projekt. Was ist es denn? Eine neue Erfindung? Vielleicht ein Luftschiff. Bestimmt ist es ein Luftschiff. Dürfen wir ihr helfen? Deswegen bin ich eigentlich hier. Sie braucht was Besonderes, das nur ihr drei besorgen könnt. Ein Zahnrad. Ein ganz kleines. Das zum Beispiel nicht zu einer gewissen Waage gepasst hat. Stimmt, ja, das stimmt. Jetzt weiß ich's wieder. Du trinkst zu viel Zucker, oder was? Ist in unserer Wenn du jetzt ein bisschen drauf aufpassen möchtest.
Seitdem haben wir alles Mögliche auseinander und wieder zusammengebaut. Ja, im Prinzip safe. Da trinkst du jedes Mal, geil, wenn du in die Hocken kommst, du musst gleich am Red Bull aufreißen. Das ist gut zu wissen. Guck! Zu viel Süßes. Was ist das? Fühl ich. Bei mir ist es ganz, ganz schlimm. Sobald ich dann wieder so meine, bisschen so meine Diätphase oder sonst so am Start habe, der Körper da reagiert so dermaßen schlimm. Und der Zucker, das ist ganz, ganz schlimm. Der zittert richtig und alles. Ganz unentspannt und alles. Das ist echt, echt schlimm. Obwohl selbst mit Fruchtzucker und alles drum und dran, ja, den normalen Zucker, den kannst du da setzen. Bist schon so in der Sucht drin. Von klein auf immer wieder der scheiß Zucker da am Start. Echt, echt schlimm. Heutzutage gibt es eh schon die ganzen Süßstoffsachen und ich will, ganz ehrlich, diesen, ich liebe Cheesecake und ich fetz mir gefühlt jeden zweiten Tag so ein kleines Stück Cheesecake vom Spar rein. Muss mich ehrlich gesagt echt in den Griff kriegen und muss aufpassen. Ich geh mal kacken. Ich erwarte mir echt jetzt, ich hoffe, dass bald dieser Scheiß Gönnergy kommt mit Raspberry Cheesecake zu uns, damit ich einfach auf diesen scheiß Cheesecake verzichten kann und mir sowas in Getränkform reinziehen kann. Egal, ob der geil ist oder nicht geil ist oder zu süß ist. Ich hoffe einfach nur, der kommt dann irgendwann zu uns, weil dann erspare ich mir so einige Kalorien. Alter, das sind jeden zweiten Tag 300, 400 Kalorien. Digga, das geht mal gar nicht. Und? Hast du es? Na Logo! Liefern! Ich glaube schon. Die drei haben gut darauf aufgepasst. Ist es das? Ja, genau! Perfekt! Du bist ein Genie! Und was genau machst du jetzt damit? Den wichtigsten Teil des Modells bauen. Die Flügel bewegen sich nicht von allein. Aber mit diesem Zahnrad an der richtigen Stelle... Na, du wirst es schon sehen. Jetzt bin ich aber gespannt. Jetzt bin ich aber echt gespannt. Endlich fertig. Oh. Schaut eigentlich quasi wie im Kleinformat aus wie der Schiffer, mit dem wir geflogen sind. Sollte doch nicht wirklich fliegen, oder? Das wär's. Natürlich sollte es wirklich fliegen. Was? Sonst wäre es ja wohl kein Luftschiff. Die will dann sich so eine kleine Drohne bauen, oder was? Das wär's. Ich war mir so sicher, dass es heute hinhaut. Der Mithril-Antrieb ist dafür gedacht, Träume zu erfüllen. Aber vielleicht sollte dieser besser nicht in Erfüllung gehen. Bringt man Menschen das Fliegen bei, dann werden sie sich auch bald in der Luft bekriegen. Noch mehr, die ihr Zuhause verlieren. Noch mehr Kinder ohne Väter und Mütter. Sag das mal, andere Teil von Final Fantasy. Das hat überhaupt gar nicht gestohlen. Überhaupt gar nicht. In der Luft. Ja, Alter, der eine Cinematic-Ding, oder? Vom 10er Teil oder so, oder vom 12er Teil, der war krank. Bist du deppert wieder, wie viele Luftschiffe da heimdraht worden sind. Wirklich schwierig. Als ich das erste Mal an Deck deines Schiffes stand, mit dem Wind im Haar, war es, als würde ich fliegen. Wie... mag es sich wohl in Wirklichkeit anfühlen? Mein Paps hat immer gesagt, es gebe zwei Arten zu leben. Man jagt einem Traum nach oder kriecht ins Grab. Besser ins Grab. Er hat so recht. Und nicht nur in dieser Hinsicht. Auch wenn ich es ungern zugebe. Menschen brauchen Träume zum Leben. Ganz besonders in dieser Welt.
gut. Wenn alles vorbei ist, bringe ich all meine Mithril-Antriebe nach Semekis und werf sie da rein. Ja, mein Traum wird nicht eines Tages zum Albtraum für andere. Und deine ganze Arbeit? Meine ganze Arbeit wird niemals für Kriege benutzt werden, klar? Aber sie ist auch nicht verloren. Sag mal, Clive, warst du schon mal auf Schatzsuche? Nicht, seit Joshua und ich klein waren. Wieso fragst du? Weil ich die Baupläne für den Antrieb verstecken und ein Rätsel hinterlassen werde, mit dem man sie finden kann. Ein kompliziertes, damit nur wirklich leidenschaftliche Träumer hier dahinter kommen werden. Ich sehe schon vor mir, wie irgendein hirnloser General auf die Worte starren und ein dummes Gesicht machen wird. So wie du, ja. Ja. Aber lieb irgendwie jetzt der Moment. Der hat uns zwar trotzdem mal wieder ausgenutzt für 100.000 Plätzchen, aber war lieb. Aber wenn ich eine ganze Schatzsuche auf die Beine stelle, dann muss der Antrieb auch ein würdiger Schatz sein. Und wenn damit nicht mal ein Modell fliegen kann, ist er das sicher nicht. Paps meinte immer, hab große Träume. Aber die Größe eines Traums ist eigentlich egal, oder? Solange er gut ist. Und ich glaube, ich habe noch ein paar ziemlich gute. Da bin ich mir sicher. Ja, 500 schmeckt. 500 schmeckt. Habe die Ehre. Das ist leiwand. Das ist definitiv leiwand. Die 500 schmecken. Und die werde ich mir jetzt auch mal gönnen hier jetzt. Haberer. Let's go. Das holen wir sich. Und dann als nächstes kommen die 5000 dran. Ich wollte wenigstens das einmal noch ganz kurz fertig haben. Weil das wird auch immer benutzt. Warte kurz. Steht da nochmal verbessern? Achso, ja, vergessen. Ja, hoppla. Dann haben wir da oben, gell? Da oben haben wir da noch irgendwas. Wir kommen in Deutsch schon wieder auf. Also, passt.